Laura Wölki, die Mandy. Laura Wölki. Ich würde sagen, Mandy ist im Gegensatz zu Laura ziemlich eitel. Und Laura würde auch mal einen Tag ohne Make-up vor die Tür gehen. Also habe ich kein Problem mit. Ja doch, damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Ich bin auch Papas kleine Prinzessin. Eine Ausbildung zur Fachangestellten für Wellness und Beauty. Also Haare schneiden jetzt nicht, aber Schminken und solche Sachen machen wir dann schon echt, wenn wir die Zeit dafür haben. Ja, also um ehrlich zu sein, versuche ich das eigentlich doch schon ein bisschen zu trennen, weil sonst halt meine privaten Freunde halt einfach zu kurz kommen. Sich mit Freunden treffen, ein bisschen bummeln gehen, ins Kino gehen. Ein Hobby jetzt nicht direkt, aber ich gehe gerne mit meinem Hund spazieren. Da kann ich auf jeden Fall gut abschalten. Bin glücklich. ja, doch Mann, Kind und Haus würde mir schon gefallen auf jeden Fall. Das wäre was für mich. Echte Berlinerin. Spandauerin, um genau zu sein. Mein erstes Tattoo war das auf dem Finger. Ein Löwe, weil das mein Sternzeichen ist. Und da war ich glaube, 17? Ja, 17. Meine Mama war davon nicht so begeistert, aber ich habe meinen Papa dann gefragt. Und der war dann einverstanden, ja. Auf jeden Fall sehr zuverlässig, loyal, unpünktlich leider. Das ist nicht so meine Stärke, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Dickköpfig auf jeden Fall auch. Meistens mache ich erstmal Musik an und packe mich so gut wie jeden Abend dann eigentlich in die Badewanne. Also auf der Straße noch nicht, aber auf Instagram habe ich schon echt kuriose Nachrichten schon bekommen. Was für eine Bitch ich bin und wie ich das nur machen kann. Man hat Freundin den Mann zu klauen und so. Ja. Ja, aber ich kann darüber lachen, also ich nehme das nicht zu Herzen.